Tag, das ist Angela. Ich habe gestern Abend etwas gelesen, was mich sehr beeindruckt hat. Ich hatte es schon mal vor vielen, vielen Jahren in englischer Sprache gelesen, aber damals habe ich das nicht so ganz verstanden. Aber das möchte ich heute teilen, weil ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Es geht um das Einsammeln der Früchte und das ist ein Traum von Ellen White. Und das kann man eben als eine Art, ja, nicht Gleichnis, aber als eine Parabel vielleicht sehen. Und das hat viel zu sagen für unser Leben. Aber bevor ich beginne, möchte ich erstmal beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für die Gelegenheit, dies zu teilen. Herr, sende mir deinen Heiligen Geist, dass ich ordentlich lese und auch die Bedeutung wiedergeben kann. Und hilf auch denen, die zuhören, dass sie das auch verstehen. Und lass uns doch das tun, was du möchtest. Und gib uns deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir für alles, was du mit uns und mir tust. In Jesu Namen. Amen. Gut. Das Einsammeln der Früchte. Sommer August. Erdbeerzeit ist vorbei. Blaubeeren kommen langsam. Ich war heute Morgen draußen und habe ein paar Ebereschen eingesammelt, weil die sehr viel Vitamin A und C beinhalten. Und erstmal werde ich sie trocknen und vielleicht später werde ich da irgendwie so eine Art Gelee draus machen oder zusammen mit anderen Früchten verarbeiten als Marmelade oder so. Aber jetzt geht es um den Traum, das Einsammeln der Früchte. Diesen Traum hatte Ellen G. White, Grundlegerin der 17 Tags Adventisten in Amerika. Diese Bewegung hat sich dann weltweit fortgesetzt und ist überall auf der Welt vertreten. Und jetzt lese ich einfach vor. Ein Traum. In einem Traum am 29. September 1886 ging ich in Gesellschaft vieler anderer, unter denen etliche junge Männer und Mädchen waren, Bären suchen. Wir schienen in einer Stadt zu sein, denn es war nur sehr wenig freies Land zu sehen. Aber außerhalb der Stadt waren freie Felder, schöne Haine und wohlgepflegte Gärten. Ein mit Lebensmitteln für uns beladener Wagen fuhr voraus. Oh, das ging zu schnell. Als der Wagen anhielt, zerstreute sich die Gesellschaft in alle Richtungen, Früchte zu suchen. Um den Wagen herum waren sowohl hohe als auch niedrige, mit schönen Früchten behangene Heidelbeerbüsche. Aber die Leute sahen alle zu weit über sie hinaus, als dass sie diese bemerkten. Ich fing an, die nahen Früchte zu sammeln, musste allerdings sehr vorsichtig sein, um nicht die unreifen mit abzupflücken, denn diese waren so sehr mit den reifen vermischt, dass ich nur ein oder zwei Beeren auf einmal von einem Büschel pflücken konnte. Und wie alle wissen heutzutage, sie sind Blaubeeren sehr gut für die Augen und sie beinhalten sehr viele Antioxidantien, wie man nebenbei bemerkt. Einige große, schöne Beeren waren abgefallen und lagen von Würmern und Insekten halb verzehrt auf dem Boden. Oh, dachte ich, wenn doch diese Stelle früher durchsucht worden wäre, dann hätten die köstlichen Beeren verwendet werden können. Aber jetzt ist es zu spät. Ich will die abgefallenen jedoch aufheben und sehen, ob noch etwas Gutes an ihnen ist. Und selbst wenn sie ganz verdorben sind, kann ich den Geschwistern zeigen, was sie hätten finden können, wenn sie nicht zu spät gekommen wären. Und es muss auch so gewesen sein, dass sie zu spät da ankamen. Gerade in dem Augenblick kamen zwei oder drei unserer Gesellschaft dahin, wo ich war. Sie waren in eifrigem Gespräch begriffen, das ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Als sie mich sahen, sagten sie, wir haben überall gesucht, können aber keine Beeren finden. Mit Erstaunen erblickten sie die Menge, die ich hatte. Hier sind noch viele, sagte ich. Die Büsche sind voll reifer Beeren. Sie begannen zu pflücken, hielten aber bald auf und sagten, es ist nicht recht, dass wir hier pflücken. Du hast die Stelle gefunden und die Beeren gehören dir mit Recht. Aber ich erwiderte, das macht nichts. Pflückt nur, wo er etwas findet. Dies ist Gottes Feld und die Beeren sind sein. Es ist euer Vorrecht, die zu sammeln. Aber bald schien ich wieder allein zu sein. Dann und wann hörte ich beim Wagen Lachen und Scherzen. Ich rief hinüber, was macht ihr da? Sie antworteten,
Wir konnten keine Beeren finden und weil wir müde und hungrig waren, kamen wir hierher, um uns zu erfrischen. Wenn wir uns ausgeruht haben, werden wir weiter suchen. Aber, sagte ich, ihr habt noch nichts eingebracht. Ihr esst unseren Vorrat auf und gebt uns keinen neuen. Ich habe keine Zeit zum Essen. Hier sind so viele Beeren, die gepflückt werden müssen. Ihr fandet keine, weil ihr nicht genau genug nachsah. Sie hängen nicht außen an den Büschen. Ihr müsst danach suchen. Allerdings kann man sie nicht handweise pflücken. Aber wenn man sie sorgfältig zwischen den grünen Beeren ausschließt, findet man reichlich. Mein kleiner Eimer war bald voll und ich brachte ihn zum Baden. Dabei sagte ich, dies sind die schönsten Heidelbeeren, die ich jemals gesammelt habe. Und ich fand sie ganz in der Nähe, während ihr euch weiter weg erfolglos müde sucht. Entschuldigung, lese ich nochmal. Während mein kleiner Eimer war bald voll und ich brachte ihn zum Wagen. Dabei sagte ich, dies sind die schönsten Heidelbeeren, die ich je gesammelt habe. Und ich fand sie ganz in der Nähe, während ihr euch weiter weg erfolglos müde suchtet. Nun kamen alle herzu, um meine Beeren zu bewundern und sagten, das sind Beeren von den hohen Sträuchern, sie sind fest und gut. Wir glaubten nicht, etwas an den hohen Büschen zu finden. Deshalb suchten wir an den niedrigen und fanden nur wenige. Darauf sagte ich, wollt ihr diese Beeren wegstellen und dann mit mir kommen, um noch mehr von den hohen Büschen zu sammeln? Aber sie machten keine Anstalten, die gesammelten Früchte aufzuheben. Schüsseln und Töpfe waren reichlich vorgesehen, aber sie waren für die Speisen benutzt worden. Ich war des Wartens müde und sagte schließlich, seid ihr nicht gekommen, Beeren zu sammeln? Warum seid ihr nicht bereit, sie aufzubewahren? Einer aus ihrer Mitte antwortete, wir hatten wirklich nicht erwartet, hier Heidelbeeren zu finden, wo die Häuser so nahe sind und so viele Leute vorübergehen. Weil du es aber so gern wolltest, entschlossen wir uns mitzugehen. Wir haben uns reichlich mit Erfrischungen versehen und wollten eine kleine Erholung haben, wenn wir keine Beeren finden würden. Meine Erwiderung war, solche Arbeit kann ich nicht verstehen. Ich werde noch einmal zu den Büschen gehen. Der Tag geht zu Ende, bald wird es dunkel sein und dann können wir nichts mehr sammeln. Einige gingen nur mit, die anderen blieben beim Wagen, um zu essen. An einer Stelle hatte sich eine kleine Gruppe gebildet, die sich sehr lebhaft etwas scheinbar Interessantes erzählte. Ich ging hinzu und bemerkte, dass ein kleines Kind auf dem Arm einer Frau die allgemeine Aufmerksamkeit fesselte. Ihr habt nicht mal lange Zeit, arbeitet doch, solange ihr könnt, sagte ich zu ihm. Andere verfolgten mit den Augen einen jungen Mann und ein junges Mädchen, die um die Wette nach dem Wagen liefen. Dort angelangt waren sie so ermüdet, dass sie sich setzen mussten, um auszuruhen. Noch andere lagerten im Gras und pflegten der Ruhe. Auf diese Weise verging der Tag und nur sehr, sehr wenig wurde geschafft. Zuletzt sagte ich, ihr nennt sich sicherlich einen erfolglosen Ausflug. Wenn ihr immer in der Weise arbeitet, dann wundert mich euer Mangel an Erfolg nicht. Erfolg oder Misslingen ist meistens darauf zurückzuführen, wie man das Werk angreift. Es gibt ja Heidelbeeren, denn ich habe sie gefunden. Einige von euch haben vergebens an den niedrigen Büschen gesucht. Andere haben etliche gefunden, aber an den hohen Büschen seid ihr vorübergegangen, weil ihr dort keine Beeren erwartetet. Ihr seht, dass die von mir gesammelten Früchte groß und reif sind. Bald werden noch mehr reif sein und wir können die Büsche wieder durchsuchen. In der Weise bin ich gelehrt worden, nach Beeren zu suchen. Hättet ihr gleich in der Nähe des Wagens angefangen zu suchen, dann hättet ihr ebenso gut Heidelbeeren gefunden wie ich. Die Leute, die ihr heute den Anfängern in dieser Arbeit gegeben habt, wird sich ihnen einbringen. Der Herr hat diese fruchtbaren, fruchttragenden Pflanzen ganz in der Nähe der dicht bewohnten Orte wachsen lassen und erwartet, dass ihr sie findet. Ihr habt euch aber zu sehr mit dem Essen und dem Vergnügen beschäftigt. Ihr seid nicht mit dem ernsten Entschluss hierher gekommen, Beeren zu lesen. Ihr müsst künftig mit größerem Ernst und Eifer arbeiten.
müsst euch ein ganz anderes Ziel setzen, sonst wird eure Arbeit nie mit Erfolg gekrönt sein. Arbeitet ihr in der rechten Weise, dann werdet ihr die jüngeren Arbeiter lehren, dass Essen und Erholung von geringerer Wichtigkeit sind. Es war schwer, den Wagen mit den Lebensmitteln hierher zu bringen, aber ihr habt mehr an die Erfrischung gedacht als an die Früchte, die ihr als Lohn eurer Arbeit mit nach Hause bringen solltet. Ihr müsst fleißig sein, müsst zuerst die am nächsten stehenden Beeren sammeln und dann weiter wegsuchen. Später könnt ihr wieder in der Nähe suchen und auf diese Weise werdet ihr Erfolg haben. Das war die Geschichte. Nicht ernst. Es ist eigentlich eine Kindergeschichte. Aber so ist es doch. Wenn wir unseren Tag verbringen und denken, naja, oh, ich habe noch so viel Zeit, das muss ich jetzt nicht mehr machen, später, dann schaffen wir nichts. Und wenn wir kein Ziel vor Augen haben, dann passiert auch nichts. Aber es gibt Menschen, die setzen sich ein Ziel. Die wollen die Beeren sammeln. Und das ist natürlich ein Gleichnis in Bezug auf die Ernte der Menschen, die zu Jesus finden sollen. Wenn wir kein Ziel haben, erreichen wir auch nicht. Lasst uns einfach darum beten, dass der Herr Jesus uns sagt, was wir tun und lassen sollen. Und wie ernsthaft wir arbeiten sollen. Und lasst uns keine Gelegenheit vergehen, ungenutzt vergehen, die wir gehabt hätten, um anderen etwas von unserem lieben und geliebten Herrn Jesus zu erzählen. So. Nun will ich beten und abschließen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Traum gezeigt hast und dass ich ihn gestern Abend lesen durfte. Er hilft mir und auch allen, die zuhören, dass wir sehen, wie wichtig die Arbeit ist für dich, für deine Ehre, dass viele Menschen noch die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Wir leben in Ernstzeiten. Und du willst sehr bald wiederkommen. Aber wir legen uns in deine Hände, dass du uns behütest und beschützt auf all unseren Wegen. Und lass uns doch deine Zeugen sein. In Jesu Namen. Amen. So. Das war's für heute. Alles Liebe und Gute. Und der Herr möge dich oder euch reichlich segnen. Bis auf ein nächstes Mal. Tschüss.